Ja, liebe Freunde, buenas tardes. Heute ist Donnerstag und Donnerstag ist Dachtag. Wie ihr seht, ist die Stimme leider nicht synchron mit meinem Mund. Die Aufnahmen laufen auch viel zu schnell. Leider ist uns ein kleines Missgeschick unterlaufen. Wir haben keinen Ton gehabt, als wir das Dachtag-Treffen gedreht haben. Was ihr im Moment seht, ist eine liebe, nette Familie, die ich kennengelernt habe. Und die haben wir überrascht, denn während ich den Papa interviewt habe, steht plötzlich die Tochter an der Tür, die ich morgens vom Flughafen abgeholt habe, als Überraschung für ihre Familie. Die Freude war natürlich groß. Das ist unsere Marie und ihre Familie. Da habe ich gerade vom Papa eine gescheuert gekriegt, weil ich ihn überrascht habe und er das eigentlich gar nicht so damit gerechnet hat. Ja, unser lieber Stefan steht in diesem Fall hier jetzt an der Kamera. Ich zeige euch das alles ganz schnell im Schnelldurchlauf. Für Papa gab es auch noch seine Lieblingsbonbons. Alle waren happy, alle waren glücklich. Marie war glücklich, dass sie auf der Insel war. Es war auch niemand eingeweiht, es wusste niemand, dass die Marie kommt. War also eine große Freude, die Familie zu überraschen und dass sich dann nach 30 Jahren endlich wiedersehen. Ja, das war eine tolle Freude. Ja, aufs Dach gekommen sind mehrere Leute, das ist die Mami dazu. Daneben steht noch die Tante. Stefan ist an der Kamera, habe ich glaube ich schon gesagt, unser Stefan Geske. Wir haben, weil das heute ja in die Hose gegangen ist, auch beschlossen, dass wir Freitag ein Live-Video machen von unserem Treffen. Wir haben ja am Freitag ein kleines Gruppentreffen und das wollen wir am Freitag, jetzt am kommenden um 20 Uhr machen. Da gibt es also live was auf die Augen und auf die Ohren. So, dann geht's weiter. Da ist das Püppchen. Das Püppchen hatte heute Zeit, ist zu uns gekommen, hat uns besucht, erklärt uns an dieser Stelle, was es heute im Kochstudio gibt. Nämlich Picadillo, das heißt eigentlich gar nicht so, aber alle nennen das so. Was Picadillo ist, das seht ihr gleich im Kochstudio, was dann in den Bildern der Woche angehängt ist. Außerdem war ich bei den Bildern der Woche noch ein bisschen unterwegs, ich habe eine neue Straße geguckt. Das ist der Helge. Für Helge war es eine Premiere heute, das erste Mal beim Dachtag. Er hat ein bisschen über sich erzählt, über Camp Pickerford, wie sehr er Camp Pickerford mag. Natürlich, wir alle mögen Camp Pickerford, wir lieben Camp Pickerford, so heißt ja auch unsere Community. Und ja, wir lieben ja nicht Kalaratjada, sonst wären wir ja da. Es ist halt kampiger vor. Die Sicht war super, der Wind war ein bisschen kühl, aber die Sonne war stark genug immer noch, dass wir da oben nicht gefroren haben. So, dann geht es jetzt gleich ein Haus weiter. Helge ist fertig mit seiner Erzählung. Ihm gefällt es auch sehr gut. Er hat, glaube ich, erzählt, er ist in Miramar und ist da eigentlich ganz happy. Dann geht es gleich weiter. Wir sehen jetzt schon die Claudia. Die steht jetzt links vom Helge. Die Claudia ist die Frau von unserem Andi, da ist er, man kann sie beide jetzt gut sehen. Die beiden haben sich auch kurz wieder entschlossen, mal eben für ein paar Tage vorbeizukommen. Da gab es gerade eine Streiterei um die Frau, da habe ich gesagt, komm, das ist jetzt mal meine, jetzt nimm mal die Finger weg. Ja, der Andi und ich, wir sind schon so zwei, drei. Ja, Andi ist ja übrigens der jetzt unter anderem die Musik, die ihr im Hintergrund hört, spielt für uns, der diese Musiken komponiert und er ist ja Musiklehrer, DJ, ich habe es schon mal erzählt, Likörproduzent. Ja, Andi ist so ein Tausendsassa. Und ja, immer gerne gesehen, natürlich auf dem Dachtag. Nicht nur, weil er die Musiken für uns macht, sondern weil es einfach ein netter Kerl ist. So, jetzt habe ich es mal gesagt. Ja, wir lieben uns, echte Männerliebe. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Die beiden sind im Moment im Sultan. Und sind da, glaube ich, auch ganz happy, ganz zufrieden. Ich war auch da, als sie angekommen sind. Die haben sich gefreut, als ich dann unten im Foyer stand, zusammen mit der Chefin und der Rezeptionistin. Haben ein relativ schönes Zimmer bekommen, sind ganz happy. Und ja, hier muss der Andi eben noch erzählen. Über unsere Projekte haben wir erzählt. Wir wollen alle Musiken, die er gemacht hat, zusammenfassen in einer DVD. Und da habe ich ihm gerade erklärt, dass ich das wahrscheinlich im Winter alles drehen möchte, denn ich möchte die Strände jungfräulich, ohne Menschen. Ich denke, dass dann die Bilder am besten wirken und dazu dann seine Musik spielen. Und ja, ich hoffe, dass es dann irgendwann diese DVD mit Booklet, mit allem drum und dran, wir müssen da noch dran arbeiten, bei uns im Shop zu erwerben gibt. So, Andi erzählt noch dies und das, so wie wir ihn kennen, natürlich. Und jetzt gehen wir gleich so. Andi hat keine Lust mehr. Übernimmt jetzt die Kamera von Stefan. Das ist die Familie Prehn. Rita ist übrigens heute auch dabei, wie ihr seht.
Die beiden Herrschaften kommen ganz aus der Nähe meiner alten Heimat, nämlich aus Brake. Das ist ganz in der Nähe von Bremen. Ja, und die beiden sind auch regelmäßig da. Die waren im Frühjahr auch schon mal da, vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe Rita abgeholt heute um 15 Uhr, weil die sollte auch mal zum Dachtag und sollte mal das süße Gesichtchen, was ihr einer Fledermaus gleicht, mal in die Kamera halten. Wolfgang Prehn, das ist er, ist übrigens derjenige, der verantwortlich ist für unser Titelbild, was wir immer beim Tachdach haben. Er war der Erste, der in die andere Richtung das Campiger Fortschild, das neue, fotografiert hat, mit der untergehenden Sonne dahinter. Und ja, das habe ich zum Titelbild gewählt und ich finde, das ist ein sehr schönes Motiv. Ja, das ist der Herr Graf. Der Herr Graf ist leider ganz alleine. Leider hat er seine Frau vergessen, die Sonja May, so heißt sie. Das ist der Herr Graf aus Freiburg, der Mann, der immer, der ein Hotel betreibt, beziehungsweise Direktor eines Hotels ist in Freiburg. Ich vergesse, Freiburg oder Regensburg? Freiburg, glaube ich, ne? Ich komme da immer durcheinander. Ja, da erzählen wir ein bisschen so über dies und das. Und er ist auch ganz happy mit seinem Hotel. Ich glaube, er war auch in Miramar. Und erzählen wir so ein bisschen Geschichtchen. Und ja, und dann irgendwann habe ich dann festgestellt, dass irgendwas mit dem Mikrofon nicht stimmte. Da hatten wir erst noch überlegt, ob wir nochmal alles neu drehen sollten, aber da waren die Leute schon weg, da war der Andi kurz und dann haben wir uns das geschenkt. Deswegen kommentiere ich das jetzt hier heute so ein kleines bisschen, was wir da oben auf dem Dach gemacht haben, weil das waren sehr schöne Aufnahmen, vor allen Dingen als wir die Familie überrascht haben mit der Tochter, die plötzlich in der Tür stand. Und dann war ja auch die kleine Rita dabei. Das war auch eine Premiere. Darum läuft das alles jetzt ein bisschen schneller, damit das alles ein bisschen zügiger abläuft. Denn ich habe jetzt ja etwas vorbereitet. Da ist der Stefan, das ist unser Stefan Geske, der bis eben die Kamera gemacht hat. Der hatte eine ellenlange Liste an Leuten, die er grüßen wollte. Das hat er auch gemacht. Die Zeit muss sein. Und ja, er hatte dann jetzt spontan die Idee, dass wir am Freitag zu unserem Gruppentreffen online gehen, dass wir euch Live-Bilder senden und das wollen wir auch tun. Ja, das war eigentlich das kurze Interview oder etwas längere Interview oben auf dem Dach, was in die Hose gegangen ist, wo der ganze Ton fehlt. Darum habe ich das jetzt kommentiert und dann würde ich sagen, jetzt meine Lieben, gucken wir mal rein in die Bilder der Woche.
Machst du da? Ein paar Kalorien verbrennen. Ich habe gehört, es gibt gleich was zu futtern. Ganz nötig Kalorien Ja, verbrennen, ne? darum mache ich ja hier meine Übungen Das jetzt. machst du gut. Ja. Aber wir sind jetzt nicht beim Sport, sondern wir sind bei, Nicht im nicht im Fitnessstudio. Fitnesscenter, wir sind bei Püppchens Kochstudio. So sieht's aus. Herzlich willkommen. Heute gibt es was ganz, ganz Einfaches, was Schnelles und in 10 Minuten zusammengeschustert, In 10 Minuten eigentlich. ist fertig, ja. Ja, Ja. aber es ist ein Allrounder. Ihr könnt damit so viel machen. Ihr könnt damit wirklich Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Baguettes, es ist wirklich für alles gut. Ja, Passt auf. oder nur aufs Brot geht auch. Ja. Das ist eine ganz einfache Geschichte, aber Und ihr die kennt es wenigsten alle. wissen, ja, Ihr kennt es das kennen alle. alle, aber die wenigsten wissen, wie es gemacht wird. Und Und darum deswegen, machen wir das genau, heute. deswegen Ja. zeigen wir euch, wie es gemacht wird. Ja. Heute gibt es nämlich Picadillo sagen ganz Picadillo. viele, das heißt gar nicht so, Nee. aber ganz viele sagen Picadillo. Wir haben mal Guillem gefragt vom Jamaika, ich habe mal Eugenio gefragt, weil die ja mit Steak und Fleisch zu tun haben und das, was da oben drauf kommt, das ist Picadillo, das nennt sich Picadillo. Und das machen wir euch heute. Und wer zu Hause sich ein leckeres, wir wollten jetzt den Grill nicht anschmeißen. Ja, Also ja. eigentlich ist es speziell für ein Steak oder für ein Ja, zum gutes Beispiel, oder ein ja. gutes Stück Fleisch Ja, aus der alles, was vom, Pfanne. eigentlich alles, was vom Grill kommt, das kann auch Genau. Fisch sein. Kann auch Fisch sein, kann alles Ja, möglich sein. ja. Gut, wir fangen mal Na, an. dann mal los. Wir müssen, wir haben eine Schale. So, wir brauchen Knoblauch. Ich Ich oder du? du Knoblauch? Ich Knoblauch. In meiner Lieblingsknoblauchmühle. Genau, ich mache die schon ein bisschen kleiner, dass es nicht so schwer ist. Okay. Da kommt jetzt. Meinst du, ich hätte keine Kraft mehr jetzt nach meinem Training, oder was? Nee. Ja. Na, guck mal, wie du weit kommst. Ich guck mal, wie weit ich komme. Genau. So, die auch. Und wenn es fertig ist, machst du mir das aufs Brettchen hier. Ah, okay. Bitte. Ja. Das wäre jetzt das Nummer 1, wäre jetzt fertig. Jetzt fällt mir wieder die ganze Mühle auseinander. Ich kenne mich. Siehst du? Genau. Super. Und Nummer 2 brauchen wir auch noch. Kriegen wir die Okay. wieder zusammengebaut? Ja, Ja, ich kriegen glaube, wir. ja, muss hier da so, muss irgendwie genau übereinander sitzen. So. So. So, jetzt kommen die hier Kommt die wieder zweite mit rein. rein? Also wir machen 2. Das Grundrezept, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen Petersilie, ganz normal Petersilie gehackt. Ein bisschen Olivenöl, ganz wichtig. Dazu ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer Achtung! und Knoblauch! Knoblauch. Und ein kleines bisschen von der Zitrone. Okay. So, ich würde sagen, nimm mal die kleine Kamera. Ja, sofort. So, das kann schon mal gleich abgewaschen werden. Ich greif mal zur kleinen Kamera. Mach mal. Die ist gar nicht an. Ui. Ja, ich mach das schon. Mach mal. Ich mach das schon. Ich mach die jetzt mal an. So, so und so muss man machen. Jetzt muss ich hier auf Bilder und jetzt muss ich hier auf Video. Ich kenne mich aus. Ich habe doch gesagt, das wird eine schnelle Nummer. Ja, Das ja. dauert nicht länger als 10 Minuten. So, So, jetzt einen Moment. 3, 2, 1. Kleine Kamera läuft. gut. Gut. Der Knoblauch ist ja jetzt relativ grob noch. Wir wollen ja Okay. relativ feinen Knoblauch haben. Okay. Entweder ihr habt eine Knoblauchpresse, natürlich Knoblauchpresse ist nicht so gut. Jetzt macht ihr eine gute Prise Salz auf den Knoblauch. Ich glaube, Knoblauchpresse wird zu matschig, zu Ja. fein dann, ne? Ja, und der wird doch Ja. bitter. Und Ja. jetzt nehmt ihr ein Messer mit einer Okay. großen Auflagefläche Okay. und drückt ein bisschen. Okay. So wird der richtig schön. Ihr nehmt Salz deswegen, damit euch der Knoblauch dann nicht wegspringen kann. So wird er richtig schön fein. Seht ihr das, wie fein der wird? So. Weil Salz muss sowieso ran. Und ob wir jetzt den Knoblauch mit Salz machen, Das spielt ja keine Rolle. das spielt keine Rolle. Was ist? Wandert Salz Ja. dazu kommt. Spätestens im Magen wird alles miteinander vermischt. Genau. Okay. Das wird jetzt eine richtig schöne breiige Masse. Knofipaste. Ja. Ihr könnt natürlich auch, wer jetzt Schneidwerkzeuge hat, den kleinen schneiden. So. Okay. So, das haben wir. Ja, das haben wir. Schön klein geschnitten. Wunderbar. Natürlich haben wir vorher das Brett natürlich desinfiziert Deine mit Fingernägel Alkohol. sind ja mal wieder eine Show für sich, ne? Ja. Hast du wieder selber gemacht, Ja, ne? na klar. So, der Knoblauch kommt jetzt in die Schale. Okay. Schöne Schale. Dazu kommt Petersilie. Okay, frische Frische Petersilie. Die hast du auch Petersilie. schon Die gehackt, habe ich schon ne? gehackt, weil das dauert sonst zu Ja, lange. Ich habe so klar. ein Wiegemesser Hast und habe du. so ein Wiegemesser gemacht. Oh, Wiegemesser. So. Ich hatte als Kind mal eine Wiege, aber das ist, glaube ich, eine andere Das Geschichte. ist eine andere Geschichte. So, Ja. jetzt haben wir da Salz haben wir schon dran. Ja. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pfeffer Okay. und einen kleinen
sind, die sieht ein bisschen schrumpelig aus. Das sind unsere eigenen. Das sind unsere eigenen. Ja, wir sind halt da. Wir sind halt nicht in der, Euronorm. Wir haben jetzt eine die aus, kommt in so einen Garten, die aus ist Zitrone und Limette Mix. Okay. Aber ihr könnt ganz normale Zitrone nehmen. Ja. Einen ganz kleinen Spritzer. Oh, jetzt riecht's nach Zitrone. Einen ganz kleinen Spritzer nur. Mhm. So. So. Und jetzt, warte einen Moment, ich muss schnell die Finger waschen. Okay, nicht weg, ich bin dann so alleine hier. Ich glaube, du hast einfach nur Hunger. Ach so. Du hast einfach nur Hunger. So, und jetzt kommt daran. Ja. Guten Schuss Olivenöl. Okay. Das ist ein guter Schuss, ja? Kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Immer gibt es Sex. Ja. Jetzt verrühren wir das mal. Ja. Jetzt fragt der eine oder andere, was macht sie denn mit dem Zucker? Macht sie keine gute Prise Zucker? Wollte ich gerade sagen, Zucker fehlt. Zucker fehlt noch ein Ticken. Aber das könnt ihr nach, je nachdem nach Lust und Laune machen. Ein bisschen gegen die Zitrone zuckern oder was, ja. So, okay. Und das, was wir jetzt hier haben, ist unser Picadillo. Okay. So, jetzt, dieses Picadillo ist ja eigentlich für Fleisch oder für Fisch. Ihr könnt auch gern, was ich gern mag, ist eine gekochte Kartoffel, die schön aufschneiden und dann ein bisschen von dem Picadillo rüber. Ah, okay. Das schmeckt auch sehr lecker. Okay. Okay. Schmeckt auch sehr lecker. Aber wir machen uns, ich würde sagen, nimm mal die große. Ja, ich packe das mal ab hier. Also eigentlich hauptsächlich ist es halt wirklich. Hier geht's weiter. Hauptsächlich ist es wirklich halt für Fleisch und Fisch. Aber wie gesagt, den Grill wollte ich jetzt nicht wirklich anschmeißen. Von daher machen wir was anderes. Ach so. Wir machen uns ein lecker Baguette. Komm mal her. Ach, Baguettchen gibt's. Baguettchen. Okay. Wir können es nämlich auch auf Baguette machen. Ah, und zwar, okay. Schneid mir mal bitte das Baguette auf. Ja? Guck mal, hier ist das Sägemesser. Wie würdest du das denn aufgeschnitten haben? So lang. Das gute Lasermesser. Ja. Von Titanium. So. Dann schneid. Also einmal ganz quer durch, oder was? Einmal quer durch. Genau. Hier so. Ah ja, okay. So. Übrigens, wer kein Brot schneiden kann, der sollte nicht heiraten. Ja. Wie ist das? Ach, super. Ja, perfekt. Ne? Ist doch perfekt, super. Ne? Ja. So, gib mir mal aus dem Kühlschrank den Käse und den Schinken raus. Käse bitte. Und Schinken, sehr wohl. Oh, das ist ja schon wieder ganz dezent vorbereitet. Ja, das haben Sie aber fein gemacht. So. Okay. Jetzt kommt auf unser Baguette, Unterseite. Ja. Wir haben maikinische Tomaten. Strauchtomaten. Ja. Ja. Maikinische, ja, die Strauchtomaten, die mit der harten Schale, genau. Die man gar nicht komplett essen kann. Warte mal, das möchte ich mir gerne angucken. Vor allen Dingen, wie du die aufgeschnitten hast. Ah ja. Ich glaube, du hast das von Mallorquinern mal erklärt gekriegt, wie man die aufschneidet. Genau. Wir normal in Deutschland schneiden die ja so lang auf. Ja, und genau. Aber die Mallorquiner schneiden die so lang auf, weil da mehr Saft rauskommt. Okay. Habe ich mir erklären lassen. Jetzt wird gerieben. Jetzt wird schön gerieben. Diese Strauchtomaten, die halten eigentlich 100 Jahre. Ja. Die hängen in den mallorquinischen Häusern meist unter der Decke, am Strauch, also direkt noch an ihrer Pflanze. Und die haben eine sehr lange Haltbarkeit. Darum die Schale, sehr hart, soll man gar nicht mitessen, bekommt auch gar nicht. Nö, die ist unbekömmlich. Aber durch diese elend harte Schale hält diese Tomate eigentlich sehr, sehr lange. Mhm. Ah, okay, das sieht jetzt sehr gut aus. Das so. Geht so ein bisschen in Richtung, ja, Bocadillo. Ja, so ein bisschen Bocadillo. Pambolli. Mhm. Mhm. Eigentlich, wie gesagt, ist unser, wie heißt es denn? Picadillo. Hast du wieder vergessen? Ja. Picadillo ist jetzt eigentlich nicht wirklich fürs Brot. Es ist halt wirklich mehr Fleisch, aber wir machen das einfach mal aufs Brot. So. Jetzt kommt unser Picadillo, unsere Petersilie, unser Olivenöl, unser Knoblauch. Okay. Hier schön mit drauf. Guck mal. Ja, da bin ich ja gespannt, wenn es dann mal bei den Leuten einen mallorquinischen Abend gibt und wer das zuerst macht. Das leckere Picadillo. Ich mag das ja sehr gerne. Ich mag es auch gern. Picadillo ist. Ja. Picadillo ist wirklich sehr lecker. Kann man ja auch noch variieren. Kann man noch ein bisschen Rosmarin mit reinhacken oder Alba Hacker. Wie heißt Alba Hacker auf Deutsch? Das vergesse ich immer. Alba Hacker auf Deutsch. Schwer, ne? Ja, ich mag es gern. Basilikum. Basilikum, genau. So. Basilikum. Und ihr könnt es euch jetzt belegen, wie ihr möchtet. Das hält sich übrigens. Ich mache ein paar Zwiebeln drauf. Okay. Weil Knoblauch ist nicht genug, dann kommen noch ein paar Zwiebeln drauf. Oh, das sieht super aus. Ja. Ach, das riecht auch lecker. Ja, das riecht mit dem Knoblauch. Ja. So. Jetzt legen wir da ein bisschen Käse drüber. Ja. So. Muss der Käse immer gleichschenkliges Dreieck sein oder ist das wurscht? Das ist wurscht. Ihr könnt den Käse schneiden, wie ihr wollt. Wie ihr wollt, was auch immer. Oder bist du aber großzügig jetzt mit dem Käse? Ist das für mich? Nee, ich habe Hunger. Okay. So. Okay. Jetzt könnt ihr natürlich, und zuklappen und fertig. Zuklappen das ist ein sehr leckeres Bocadillo. Das sieht sehr gut aus. Ich bin gespannt,
ob ich da mal abbeißen darf. Ich stelle mal hier, huch. Upsi. Ich stelle mal hier ab, so. So, ich schneide es mal durch. Okay. Ansonsten haben wir gleich Streit, wer die größere Hälfte kriegt. Und ihr seht, es war so einfach und so simpel, Picadillo zu machen. Und dadurch, dass ihr das Picadillo für so viele Sachen benutzen könnt, beim Grillen oder wenn ihr mal schnell ein Sandwich machen wollt. Das ist wie so ein Topping, ne? Ja. Oder Kartoffeln, Pellkartoffeln, Pellkartoffeln mit ein bisschen Olivenöl, mit dem Picadillo drauf. Lecker. So, wir probieren es mal. Yep. Ich würde sagen, ich nehme das Größere und du nimmst das Kleinere. Das ist ja ganz genau andersrum. So sieht es aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich lecker. Guck mal. Sehr saftig, sehr saftig. Na denn, ich bin gespannt. Picadillo passt perfekt auf Picadillo zu. Oh ja. Ja. Mit der Petersilie. Ja. Hammer. Geil. Super geil. Picadillo. Einfach, ganz einfach gemacht. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Von daher. Nicht verzagen, Püppchen fragen. Von daher würde ich sagen. Lecker. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Macht Fotos, was ihr es verwendet habt. Ob ihr Picadillo für Fleisch oder für Fisch genommen habt oder auch für ein Baguette oder für Pellkartoffeln. Was auch immer, macht Fotos und schickt sie. Und wenn es nichts wird, wie sagt der Papa immer? Macht ein gutes Stück Butter ran und gib's dem Hund. Und gib's dem Hund. Aber ich glaube. Nein, das passiert uns nicht. Wir wissen ja, was wir machen. Ja. Total lecker, lohnt sich. Würde ich mal ausprobieren. Auch wenn ihr grillt, Stück Fleisch, das dazu. Sehr geil. Sofort einen mediterranen Touch. Ja. Gut. Sehr lecker. Das war sehr schnell und sehr prima. Viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs leckere Futter. Für das Nachkochen ist gut. Fürs für Nachbasteln. War ja Bastelstunde lecker. Ein ganz neues, einen ganz neuen Geschmack. Und mit dem Stück Zitrone. Das ist ja eigene Zitrone. Strauchtomaten. Aber da kann man ja auch Tomaten nehmen, wie man will. Wenn man keine Strauchtomaten kriegt. Das hält sich Ewigkeiten im Kühlschrank mit dem Öl. Sehr, sehr geil. Minimum 3-4 Wochen. Ach, wir sind noch drauf. Jetzt aber weg. Jetzt ist aber Schluss. Bis dann. Ciao. Abschalten.